Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es einmal die Fortsetzung zum Thema Sanierung meiner ersten Immobilie. Im vorherigen Video habt ihr es ja schon mal gesehen, das Haus habe ich so übernommen und ihr habt gefragt, wie habe ich es denn saniert und dazu kommen wir heute. Ja, das war sehr, sehr viel Arbeit. Ich konnte es leider nicht kürzer fassen als 25 Minuten in etwa. Und von daher, wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir doch bitte am Ende oder auch gerne vorher einen Daumen nach oben, einfach da unten drauf drücken und euer Feedback gerne unten in den Kommentaren. Ja, so sind wir gestartet mit bis zu 10 Mann oder auch Frau. Am Anfang ist das ja immer noch ganz lustig, so ein Haus abzureißen. Und ja, wie ihr seht, wir stehen hier gerade im ersten Obergeschoss zwischen Schlafzimmer oder zwischen einem Schlafzimmer und einem Badezimmer. So sieht das dann von der Rückseite aus. Wie ihr seht, der Boden ist hier schon rausgetrennt, die Rückwand ist schon raus. Und ein Tipp, den ich an der Stelle geben kann, wenn man so alte Holzdielenböden herausnehmen muss, ich würde immer mit einer Kreissäge, hier habe ich jetzt noch einen Fuchsschwanz in der Hand, aber ich würde es immer mit einer Kreissäge machen, einfach zwischen den Balken entlang durchsägen und da kann man diese einzelnen Elemente richtig gut rausnehmen. Das geht richtig schnell. Ich habe am Anfang noch versucht, wirklich Diele für Diele rauszunehmen, weil ich die erhalten wollte, aber ich kann euch sagen, das ist eine Drecksarbeit. Macht das nicht. Hier seht ihr das nochmal. Ich habe dann einfach hier entlang, ich habe geguckt, wo sind die Nägel und dann einfach mittig immer zwischendurch gesägt und dann ist das ratzfatz raus und dann kann man die Asche, die da drunter ist, relativ gut rausräumen. So, hier unten sieht man es noch vielleicht so ein bisschen. Also da ist halt Asche drin, ne, zum Dämmen. Soll irgendwie Schall und weiß ich nicht, ob es auch wärmeisolierend ist, keine Ahnung. Ja, dazwischen noch diese Heraklitplatten. Das ist so, ja, ich sag mal, das sind wie so Holzspäne mit Zement. Das ist auch eine richtige Drecksarbeit gewesen, das rauszumachen. Aber haben wir natürlich geschafft. Und ja, hier haben wir dann die Balken freigelegt. Die haben wir hinterher auch wiederverwendet. So sieht dann ein Raum aus, wenn der fertig ist, also mit Schubkarren, also containerweise haben wir da hinterher den Dreck rausgeholt, der da drunter war. Ihr seht hier unten, ne, ist die Tapete, also das sind quasi 20 cm, die wir hier nach unten gewonnen haben. Und hier sind wir gerade in der Küche, hier seht ihr, sind die Wände schon nackt, die Decke ist nackt. Und so sah dann der Dachboden aus, da waren dann Holzbalken. Also das sind wirklich richtige Holzbalken, ohne dass da jetzt eine Betondecke zwischen ist. Also die tragen das dann auch wirklich. Haben wir dann die Dämmung hier zwischen eingebracht. Also vorher war da halt auch nur Schutt zwischen oder Asche. Ja, zum vernünftig Arbeiten haben wir USB-Platten draufgelegt, aber auch hinterher dann richtig ordentlich verlegt und verschraubt. Als neue Unterlage. Hinterher kam da auch Estrich drauf. So, hier sind wir dann im Bad, wo wir gerade gestartet sind. So sah das dann aus, nachdem alle Wände raus sind und der Boden. Und ja, das Ziel war dann aus diesen drei Räumen, also Flur, Schlafzimmer und dieses kleine Bad, ein großes Bad zu machen. Nachdem alles raus war, also es hat ungefähr einen Monat gedauert, dieser ganze Abriss, kam dann der Ausgleichsestrich. Ihr seht, hier sind wie so Styroporkügelchen drin in diesen gelben Säcken. So sieht das aus und das wird dann mit zusammen mit Zement, hier hinten ist der Zement, durch diese Maschine gejagt und kommt dann in die Wohnung. Hier sieht dann ein Raum schon mal so fertig aus. Hier sieht man, hier war das höchste Niveau in der Ecke. Deswegen ist da jetzt kein Material in der Ecke. Und alles andere wurde eben auf dieses Niveau gebracht, sodass man diese Platten für die Fußbodenheizung hinterher vernünftig verlegen konnte. So, mit diesem Schlauch kommt das dann da rein. Ihr seht, hier vorne ist relativ wenig. Und da hinten sind es, weiß ich nicht, 10 cm in der Ecke. Hier auch wieder, die Ecke guckt raus. Das soll so sein. Das Bad. Bad von der anderen Seite. Ja, und über dem Bad sollte noch ein zweites Bad entstehen. Deswegen mussten wir hier einen Schacht machen. Also da bin ich noch dabei. Das hätte ich vom Timing her vorher machen müssen. Aber wie das immer so ist, ne, ist das alles nachträglich entstanden. Und hier oben, jetzt seht ihr, sind die USB-Platten schon alle verschraubt. Und jetzt haben wir hier noch zusätzliche Balken angebracht, um ein Bad zu erstellen hinterher. Ihr seht ihr dann im späteren Verlauf noch. Und nachdem dann der Boden getrocknet ist, kamen dann diese Platten hier, also so Noppenplatten für die Fußbodenheizung rein. Das ist im Prinzip wie eine Lego-Platte, kann man sich vorstellen, mit Styropor unten drunter. Und ja, wie man sieht, man verlegt ja die Fußbodenheizung immer von außen in die Mitte und dann von der Mitte heraus wieder zurück zwischen den Bahnen. Also einfach damit das so eine gleichmäßige Temperaturverteilung gibt. Ansonsten, wenn man das hier so zickzack bis zum Ende machen würde, dann wäre der Raum ja vorne warm und hinten kalt. Deswegen, ne, diese Muster,
Und ich würde immer empfehlen, immer sich so einen farbigen Zollstock zu nehmen, weil man kann ja nicht ablesen die Maße, aber man weiß, ein Glied sind 20 Zentimeter und deswegen weiß ich jetzt immer, wo die Leitungen liegen, wenn ich von der Wand messe. Kann mir das dann darüber zurückführen. Da habe ich natürlich von jedem Raum immer ganz viele Bilder gemacht. Ich zeige euch jetzt natürlich nicht alle, sodass ich immer weiß, wo die Leitungen liegen. Ja, so sieht dann der Verteiler aus. Also hier kommt das heiße Wasser oder warme Wasser aus dem Keller. Wird dann verteilt in die einzelnen Räume. Hier nochmal die Küche mit einem Kabel für die Kochinsel. Das ist dann im Bad. Da soll dann hinterher eine Trennwand hinkommen. Und diese Stelle hier, die wird mir hinterher noch zum Verhängnis. Werdet ihr später noch sehen. Dann eine Duschrinne oder Ablaufrinne. Und das war so mit die größte Herausforderung damals für mich, weil die muss ja schon gemacht werden, bevor alles andere steht. Und am Ende, wenn der Estrich fertig ist, dann kommen ja nur noch die Fliesen drauf und dann muss ja diese obere Kante, die muss ja genau bündig sein mit den Fliesen. Und das alles von vornherein zu planen, das war für mich irgendwie, hat einen ganzen Tag Arbeit gekostet und am Ende war natürlich die Belohnung, dass das am Ende auch alles geklappt hat. Ja, als die Fußbodenheizung dann verlegt war, kam dann auch der Sand für den Estrich. Der LKW hier, das hat mich schon echt schockiert, wie viel das ist, aber das hat nicht ausgereicht, was hier drin war. Also der musste nochmal Sand nachgeliefert werden. Und die Einfahrt hat sich von der Belastung hier bis heute nicht erholt. Naja, aber ging ja nicht anders. So sieht das dann aus, wenn der Estrich hochgepumpt wird. Also das ist im Prinzip von der Feuchtigkeit her wie Sand, wie nasser Sand aus dem Sandkasten. Ja, wird danach verteilt und danach mit so einer Glättmaschine nochmal glatt gezogen. Hier sieht man das, hier ist es schon glatt und hier ist es noch so, wie es verteilt wurde. Und hier ist im Bereich der Dusche, seht ihr hier so eine kleine Kante und da soll dann Gefälle, also ist ein Gefälle eingebracht im Estrich, damit das dahinter auch vernünftig abfließen kann, das Wasser. Ja, das war mein Büro im Keller, habe ich aber leider nie wirklich benutzt. Nur fürs Foto einmal hingestellt mit dem Poster, aber naja. Ja, trockene Haut war so ziemlich das tägliche Standardproblem, genau wie rissige Haut. Aber es gehört halt einfach dazu. Dann in der Küche, ja, wir haben so einen Mix gemacht aus Verputzen und aus Gipskartonplatten kleben. Hier seht ihr, hier ist eine Gipskartonplatte schon mal dran geklebt. Und im weiteren Verlauf seht ihr, hier ist dann weiter alles geklebt worden und an der Wand haben wir es dann verputzt. Einfach hier so Eckschienen gesetzt und dann dazwischen verputzt. Im Dachgeschoss haben wir uns dann entschieden, eine Vorsatzschale, also so eine Rigips-Trockenbauwand zu ziehen. Zu den Nachbarn hin. Mittlerweile gehört ja das Haus meiner Frau nebenan. Das ist ja das, was ihr aus den anderen Videos wahrscheinlich schon kennt. Haben wir dann am Ende noch ja, isoliert. Und in der Zwischenzeit ging es dann an die Fenster. Also neue Fenster sollten ja hier rein. Und beim Anschauen der Bilder ist mir erstmal aufgefallen. Also ich meine, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass wir hier sehr hohe Decken haben. Aber wenn man mal guckt, also die Fenster, die sind allein 2 Meter in der Höhe oder sogar etwas mehr als 2 Meter. Und das ist dann doch echt schon richtig cool, muss ich sagen. Das Schlafzimmer hat bei uns eine Nordausrichtung, aber weil die Fenster so groß sind, fällt das gar nicht so wirklich auf, dass es die Nordseite ist. Ja, Küche jetzt auf einmal mit neuen Fenstern drin. Und ja, besonders ärgerlich war, dass die Firma sich vermessen hat. Also das Fenster oder die Tür und das Fenster, die waren zu groß. Die haben nicht in die Ausschnitte reingepasst. Und deswegen musste ich da irgendwie 4 oder 6 Wochen oder 8 Wochen damit leben, dass da Holzplatten vor waren. Das war richtig ärgerlich. Ja, dann hier Vorwandelement für Bidet und für WC. Wurde bei uns hier gesetzt von einer Sanitärfirma. Die hat einen ganzen Tag dafür gebraucht. Also es war ein Mitarbeiter und der hat einen ganzen Tag gebraucht dafür, die Dinger hier zu setzen. Und am Ende des Tages ist ihm aufgefallen, dass er nicht genug Platz gelassen hat, damit man die Rohre hinterher noch legen konnte. Ja, das war richtig ärgerlich, weshalb ich dann beschlossen habe, das zweite Bad einfach selber zu machen. So, Dachboden dann mit der Wandverkleidung. Fehlte dann nur noch Verspachteln. Und in der Zwischenzeit auch wieder die Küche. Da sollte hinterher eine Kochinsel in die Mitte und damit sich das Ganze so ein bisschen an der Decke widerspiegelt und auch die Dunstabzugshaube nicht zu weit an der Decke hängt, habe ich da hier so eine Konstruktion gemacht. Das werdet ihr später noch sehen. Hier mit indirekter Beleuchtung. Und hier kommen wir dann zu der Stelle, die ich vorhin gesagt habe, im Bad.
Ja, und zwar war es ja geplant, hier eine Zwischenwand zu ziehen und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wieso, weshalb, warum, irgendwas hat nicht mehr so ganz meiner Vorstellung entsprochen. Ich habe mich dann entschieden, diese Wand 10 cm weiter nach vorne zu ziehen. Ja, und beim Bohren der Löcher habe ich dann genau einmal hier das Rohr getroffen. Ihr seht, ich habe da so eine Kupplung eingesetzt und damit konnte ich dann das Ganze schnell wieder reparieren. Also ich habe dann den Estrich hier aufgestemmt, dann die Kupplung reingesetzt. In dieses, also ich musste den Schlauch hier durchschneiden an dem Loch und dann wieder verbunden und dann war das innerhalb von 2 Stunden wieder erledigt, das Thema. Aber es hat natürlich viel Nerven gekostet. So, das Ganze auch für die Toiletten oder Bidet und WC. Da wollte ich auch so eine kleine Abtrennung haben mit so einer Ablage. Auch hier wieder mit so einer Stahlkonstruktion gearbeitet, habe ich mir einfach Stahl bestellt und zusammengeschweißt und das Ganze immer mit USB-Platten beplankt. Und am Ende natürlich dann mit den Gipskartonplatten. Ja, dann konnten wir schon parallel beginnen, die Fliesenarbeiten hier zu machen. Mittlerweile wird man das nicht mehr bis zur Decke hochfliesen, aber ich fand es damals noch ganz gut vor 10 Jahren. Und dazwischen haben wir überall durchgehend durch die Räume, die, also nicht durch die Räume, durch das Bad hier so eine Aluleiste gemacht, so als kleinen, ja, ich weiß nicht, Eyecatcher. Ist vielleicht der falsche Begriff, aber einfach damit das nicht eine kahle Wand ist. Und so sieht die andere Seite aus. Hier nochmal die Küche mit der verspachtelten, mit dem verspachtelten Kasten hier. Dann im Bad. Ja, ich habe mich für eine sehr, sehr große Badewanne entschieden. 420 Liter fast die. Habe ich in den letzten Jahren so gut wie gar nicht benutzt. Erst seitdem wir Kinder haben, kommt die wirklich so zum Einsatz. Und deswegen bin ich auch richtig froh, die zu haben, weil das halt richtig, richtig Spaß macht für die Kinder da drin. Und die dann auch mit so einem Boot da rumspielen können und so. Allerdings erfordert das so ein bisschen Know-how, die zu füllen, weil wenn man die einfach nur voll macht, dann schafft das der Heizkessel nicht, die aufzuheizen, also das Wasser. Das ist dann kalt am Ende. Deswegen muss man da so mit ein bisschen ja, taktisch vorgehen beim Befüllen. Mittlerweile habe ich das raus. Ich könnte natürlich jetzt auch einen größeren Heizkessel kaufen, aber naja, so oft kommt das dann auch nicht zum Einsatz. Ja, und wie gesagt, ich habe es ja für mich gelöst, wie ich das voll kriege, die Wanne, dass es auch warm ist. Ja, hier dann Heizkreisverteiler einmal verkleidet. Und dadurch, dass wir ja im Bad aus 3 Räumen einen Raum gemacht haben, haben wir an diesen, wo die Wände vorher waren, halt immer so Absätze gehabt, dass der Putz unterschiedlich dick war. Und das hat dazu geführt, dass wir uns eine Lösung einfallen lassen mussten. Und da haben wir dann einfach, hier ist nochmal die Badezimmertür, also ist im Prinzip an diesen beiden Stellen. Also einmal an der Trennwand und einmal an der Tür haben wir das Problem gehabt und haben wir dann hier einfach ein Rohr genommen, ein Abflussrohr, so ein KG-Rohr durchgeschnitten und dann einfach mit, ja, sehen wir gleich, kommt später. Hier sehen wir nochmal die Oberflächen von den Ablagen, also die haben wir dann auch mit den Bodenfliesen gemacht, mit dem Star Galaxy. Während oben das Badezimmer gemacht wurde, ich habe da mitgeholfen, immer die Fliesen geschnitten. Und habe mir da so ein bisschen abgeguckt, wie man hier vorgehen muss, und habe dann danach die Küche selber gemacht. Ich habe mal so ein bisschen mir das angeguckt, wie das andere machen, und ich habe dann gesehen, man sollte sich schon am Spiegelbild auch ein bisschen orientieren können. Und hier sieht man, ich habe es jetzt nicht perfekt gemacht, aber für mein erstes Mal hier war ich schon ganz zufrieden, dass das mit dem Spiegelbild so halbwegs hinhaut. Ihr seht, dass immer zwischen den Fliesen so ein bisschen Versätze sind. Und ja, da sollte möglichst ein gleichmäßiges Spiegelbild entstehen. Ja, so sieht das Bad dann aus, nachdem hier alles soweit fertig war, von vorne zumindest. Aber in der Dusche ging es ja noch weiter, und zwar mit dem Gefälle. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, hier ist so eine Kante hier vorne drin mit so einem Profil. Und ja, hinterher haben wir das hier drumherum mit so einem Mosaik noch gelöst. Ich weiß gar nicht mehr, was der Grund dafür war, warum wir es nicht durchgängig gemacht haben. Irgendwas war da. Ich glaube, das hätte nicht ausgesehen. Ich glaube, das hätten so komische Streifen gegeben vom Maß her, und deswegen haben wir das, glaube ich, so gelöst. Ja, auch ich hatte mal Reklamationen, also die Tapeten, die kamen hier echt in einem bescheuerten Zustand an, aber naja, das bleibt halt nicht aus. Und dann hier ist nochmal die andere Säule, die über der Trennwand hin sollte. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Und danach nochmal mit Fugenmasse, oder wie heißt das hier, verfugt. Und ja, dann kam auch schon die Küche. Ja, nicht wundern,
überall, wo komisch gestrichen wurde, da kam irgendwas hin. Deswegen haben wir das dann die Farbe uns aufgespart. Und ich bin hier nicht fertig geworden hier oben. Also das habe ich erst tatsächlich, glaube ich, 5 Jahre später erst gemacht oder so. Naja. So, dann Schlafzimmer habe ich mich entschieden, in der Mitte so ein Karo-Muster zu machen und dann die rechteckigen 60x30 Fliesen außen rum zu legen. Ja, Küche ist dann auch aufgebaut worden in der Zeit. Schlafzimmer habe ich dann auch fertig bekommen, wie ihr seht, außenrum. Und dann wollte ich die Decke streichen und dann ist die ganze alte Farbe runtergekommen. Das war richtig ärgerlich, weil da musste ich alles nochmal von Hand abkratzen. Also wirklich mega nervig. Und ja, nachdem die ganzen Fliesenarbeiten abgeschlossen waren im Haus, haben wir uns dann entschieden, die Türen zu entlacken. Das war auch eine richtige Drecksarbeit. Hätte ich vielleicht auch lieber draußen machen sollen und alles mal vorher ordentlich abkleben. Ja, war im Nachgang her nicht so schlau, aber wie gesagt, war ja auch meine erste Baustelle dieser Art. Ja, dann ist so das erste Zimmer fertig geworden. Das hat mein Bruder sich damals hier eingerichtet. Der hat ja hier gewohnt als WG mit noch einem Kollegen zusammen. Und mittlerweile ist das jetzt hier mein Arbeitszimmer, wo ich hier gerade dieses Video aufnehme. Ja, so sah ich vor 10 Jahren aus. Bin ich gerade dabei, die Satellitenschüssel anzubringen auf dem Dach. Und ja, eine Klingelanlage habe ich hier von Gira verwendet mit einem Bussystem. Also das heißt, man kann das Ganze mit zwei Adern lösen. Man kann die gut nachrüsten, aber ich habe es halt komplett neu verlegt. Aber ne, wenn man ein vorhandenes Mehrfamilienhaus hat mit einer alten Klingelanlage, kann man diese Bussysteme gut nachrüsten. Das funktioniert immer sehr gut. Fürs Wohnzimmer habe ich mich dann noch entschieden, so eine indirekte Beleuchtung zu bauen. Das denke ich mal, hat jeder schon mal irgendwo gesehen. Fand ich auch ganz cool. Und dann noch Deckenspots, ne, für die normale Beleuchtung. Die habe ich dann direkt da drin reingesetzt. Außenbeleuchtung habe ich auch gemacht. Allerdings bin ich mir zu geizig, die tatsächlich zu benutzen im Alltag. Naja, was ein bisschen schade ist, aber ich habe es einfach mal mit dran gemacht. So, dann im Wohnzimmer habe ich mich noch dazu entschieden, nachdem auch wieder hier die Fliesenarbeiten abgeschlossen waren, also es war eine richtige Sauerei, hier noch einen Schacht zu machen für den Fernseher, für die ganzen Kabel, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als sich einen Fernseher an die Wand zu schrauben und da hängen da unten hässliche Kabel raus. Na, so sah das Ganze dann aus. Dann habe ich da so einen Schacht reingemacht, so einen Kabelkanal und dann konnte ich da auch alle Kabel reinlegen. Ja, besonders ärgerlich war es, dass die Fliesen, also ich habe ja hier diese Star Galaxy Fliesen und ihr seht das hier schon an der Phase, also die sind unterschiedlich hoch, die Fliesen. Und das hat es mir dann als Anfänger richtig, richtig schwer gemacht, die Fliesen zu verlegen, weil ich dann jede einzelne Fliese nacharbeiten musste, entweder mehr Kleber oder weniger Kleber. Und das war schon richtig, richtig Kacke für mich damals. Aber am Ende habe ich es irgendwie hingekriegt. Ja, und so von der Vorgehensweise bin ich halt so vorgegangen. Ich bin halt nie in den Ecken angefangen, weil die Räume ja nie immer 100% gerade sind. Also habe ich mir einfach immer eine Mitte genommen, wo ich die längste Bahn legen kann. Dann halt, ne, so eine gerade Linie gezogen und dann von dieser Linie aus in beide Richtungen dann mich vorgearbeitet. So dass ich dann am Ende natürlich mich dann an der Wand orientieren muss und jede Fliese dann entsprechend schneiden musste. Aber das ist dann für mich, fand ich persönlich, die bessere Variante. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ich habe die Fliesen hier alle im wilden Verbund gelegt, also nicht irgendwie nach einem Muster oder halb auf ganz, sondern finde ich persönlich am schönsten, wenn man da nicht so eine direkte Struktur drin erkennen kann im Verlegebild. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ja, das letzte Bad hatte ich ja gesagt, oder das nicht das letzte, sondern das zweite Bad. Das habe ich ja selber gemacht und ihr habt es ja vorhin gesehen mit den Holzbalken, die wir außen rum gemacht haben. Ihr seht da gleich nochmal eine Übersicht. Aber ja, alle Leitungen in die Wand rein, Vorwandelement, also hier in der Mitte dann die Dusche, Waschbecken. Und so sieht das Ganze dann verkleidet aus. Mir war es auch mal wichtig, möglichst viel Stauraum zu haben. Deswegen habe ich hier jede Ecke ausgenutzt für Handtücher, Toilettenpapier und solche Sachen. Ja, dann mit Fliesen. Und am Ende musste ich mir auch noch was einfallen lassen, weil ich wollte ja Gas geben und dann wollte ich nicht noch einen Tag warten, bis die Fliesen trocken sind. Also habe ich mir so eine Konstruktion gebaut, dass ich wirklich bis in die letzte Fliesenecke hier komme, ohne die Fliesen betreten zu müssen. Ja, Waschbecken mit Unterschrank und, wie heißt das hier, Spiegelschrank neben der Dusche.
Hier mit dem Urinal werde ich oft darauf angesprochen, dass das ja sehr praktisch ist zum Rausgucken beim Pinkeln. War nicht so geplant, aber ja, am Ende glaube ich doch ganz, ganz cool geworden. Ja, und dann war ich eigentlich schon mit fast allem soweit fertig und dann ist mir noch in den Sinn gekommen, ach, irgendwie sieht ja die Treppe hässlich aus. Die habe ich halt total vergessen. So, und es gab nochmal richtig, richtig viel Dreck. Ja, gut, tapeziert war hier zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Von daher halb so wild. Und dann haben wir hier noch das Geländer hier mit Gipskarton verkleidet. Und ja, da habe ich auch viele Sprüche bekommen zu diesem Thema hier, weil ich habe ja diese Stütze hier oder diesen Pfeiler hier abgesägt, aber ich fand es jetzt nicht so schön. Und ja, habe das Ganze dann hier verkleidet. Dann hier Spots reingesetzt, die hängen jetzt hier gerade noch raus. Aber seht ihr dann hinterher nochmal. Ja, Garderobe habe ich ja auch ein Stück abgehangen von der Decke und da Spots reingemacht, damit wir hier so einen richtig schönen hellen Bereich haben zum Jackenaufhängen und so. Ja, mit Tapete fand ich, sah es dann auch schon so langsam ein bisschen wohnlicher aus in der Wohnung oder im Haus. Und ja, am Ende ging es dann an die Treppe. Ihr seht das vielleicht hier oben so ein bisschen. Ich habe die Treppenstufen abgesägt, dass die bündig sind mit der Setzstufe. Also Setzstufe ist immer diese vordere. Und dann die Trittstufe obendrauf. Und habe das dann verkleidet hier unten mit einer beschichteten Holzplatte, unten als Setzstufe und dann mit Akazie-Arbeitsplatte geölt. Also eine geölte Arbeitsplatte aus Akazienholz. Und habe die dann mir schneiden lassen auf das Maß der Treppen. Und natürlich, wenn ich eine Platte durchschneide, habe ich dann auch wieder irgendwo eine scharfe Kante. Und die habe ich dann hier mit einer Oberfräse bearbeitet, damit da überall gleichmäßig eine runde Kante vorne dran ist. Und am Ende, hier seht ihr unten, ist so ein Flachdübel oder Lamellofräse nennt man das. Das sind diese flachen Dübel, so elliptisch hier unten liegen die. Und damit habe ich dann die Stufen mit der Setzstufe verbunden und auch gleichzeitig die Trittstufe in die Setzstufe hier vorne so mit verbunden, damit das auch richtig, richtig fest ist. Das Ganze dann verleimt. Und an sich ist unter diesen ganzen Stufen ist hier so ein spezieller Schaum von Ponal. Also da brauchte ich dann pro Stufe immer eine so eine Packung. War richtig, ich glaube, 15 Euro pro Stufe war das, glaube ich, oder 7 Euro. Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber es war relativ viel pro Stufe. Und nee, 10 Euro waren es ungefähr. Also ich habe für die ganze Treppe nur an Kleber 350 Euro ungefähr ausgegeben. Und das ist so ein zweikomponentiger, wie so eine Art Bauschaum, aber der dann fest wird danach und nicht elastisch ist. Und der sollte dann die Treppenstufen hier festhalten. Ja, leider nicht so scharf geworden, das Bild hier beim nächsten Absatz. Ja, hier nochmal ein Bild von der Dusche von oben, wie das Ganze dann so ausgesehen hat. Ja, und dann natürlich noch immer wieder die Frage aufkommen wird für die Leute, die es nicht gesehen haben, wie es vorher ausgesehen hat. Hier nochmal so eine kleine Übersicht. Ja, ich habe es für die Bilder nicht für nötig gehalten, aufzuräumen. Seht es mir bitte nach. Aber so sah die Küche halt vorher aus. Jetzt mit einer ganz anderen Aufteilung hier mit Kochinsel. Und hier oben sieht man jetzt auch, jetzt ist das Ding ja auch fertig geworden, dann irgendwann später mal. Ja, im Wohnzimmer hat sich ja nichts geändert, außer dass halt eine neue Fußbodenheizung oder Fußboden generell reingekommen ist, aber die Aufteilung ist ja gleich geblieben. Ja, die Sitze übrigens von meinem VW-Bus, die stehen jetzt immer bei mir hier im Wohnzimmer oder Esszimmer. Dann, ja, Treppenhaus. Ja, im Prinzip sieht es aus wie eine neue Treppe, ist aber die alte nur neu verkleidet. Mit den Spots jetzt hier oben drin. Gäste-WC. Das habe ich eigentlich noch gar nicht gezeigt, ne, beim Umbau, aber so sah es halt vorher aus und danach, wie es jetzt aussieht. Dann der Flur, also beziehungsweise Treppenhaus. Ja, Arbeitszimmer. Ja, auch da waren wir noch hier am Einsortieren. Also von daher sieht jetzt alles ein bisschen anders aus, aber vom Prinzip her ähnlich. Schlafzimmer. Und ja, am meisten ausgemacht hat eigentlich am Ende das Bad. Also Waschbecken und Toilette. Ich habe versucht, so ungefähr die Ansichten zu treffen. Also hier ist die Fensterkante. Hier war dann die Wand. Da war das Waschbecken. Und hier neben der Tür war die Dusche und die Toilette. Das ist dann die Ansicht. Von der Badewanne aus betrachtet ist dann hier die Dusche hinter der Abtrennwand.
Besonders ärgerlich war auch, dass wir der Firma, die da, die diese Dusche hier anbringen sollte, extra gesagt haben, die sollen die Höhe anbringen. Dann haben sie die irgendwie auf 1,80 Meter gesetzt, sodass jeder normale Mensch schon relativ schnell da dran stößt. Das war richtig ärgerlich. Aber da waren die Fliesen noch nicht dran, also das konnten wir relativ einfach noch ändern. Aber das war so für mich dann der Augenblick, wo ich gesagt habe, nee, komm, ich mache die anderen Sachen alle selber. Und gab dann auch weniger Ärger. Ja, dann Dachgeschoss, der Flur, ja, neuer Boden, also auch Estrich im Dachgeschoss, Fußbodenheizung überall. Wir haben dann den Durchbruch hier oben ein bisschen größer gemacht. Also das war vorher nur so eine kleine Tür. Und jetzt ist dann hier oben schon ein bisschen mehr Wohnraum entstanden oder beziehungsweise ein gemeinsamer Raum. Und aus diesem Raum hier oben ist ja das zweite Bad entstanden. Also ihr seht, vorher war das hier offen und jetzt haben wir hier dieses Bad noch im vorderen Bereich reingebracht und dahinter ist jetzt noch ein Kinderzimmer. Und das Bad von innen, ja, es ist schwierig, alles auf ein Bild zu bekommen, aber vorne ist das Waschbecken, dann kommt die Dusche und dahinter Toilette, Bidet und Urinal. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich würde mich doch sehr über einen Kommentar freuen. Lass mir doch mal gerne ein Feedback da und drück einfach mal unten auf den Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und falls du das Video noch nicht gesehen hast, wie es vorher ausgesehen hat, guck einfach mal hier unten, guck dir das Video gerne nochmal an und wenn du es noch nicht schon getan hast, dann abonniere doch gerne nochmal den Kanal, einfach hier oben drauf drücken auf mein Gesicht und bis zum nächsten Mal.